Ja, grüß Gott, ich bin Sarah Foska und wir sind hier bei der Jugendgesundheitskonferenz und dafür müssen wir reingehen, dass wir uns ein paar Sachen eben anschauen. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserer ersten Otterkringer Jugendgesundheitskonferenz. Wir, Typhoon und Laura, werden euch heute durchs Programm führen. Dann dürfen wir auch schon Jessica aus der Jugendzone 16 auf die Bühne bitten. Sie wird mit einem Lied die Jugendgesundheitskonferenz YOLO Otterkring eröffnen. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but take me out. Man macht ein Bild, bewegt den Gegenstand, dann macht man wieder ein Bild und bewegt wieder den Gegenstand. Und wenn man die Bilder dann aneinander reiht, hat man eine mehr oder weniger flüssige Bewegung des Gegenstandes oder des Motives. Er wird euch Elemente von den Tanzrichtungen Hip-Hop und R&B zeigen. Viel Spaß mit Rama. Gute Unterhaltung mit MC Don und seinem Rap-Kollegen MTN. Nehmen wir das Leben, Gott reicht mir die Hand und bald werdet ihr es sein sehen. Dieser Junge hatte nichts bis auf sein Leben. Seitdem ich zurückdenken kann, kam ich zum Glück aufs Rappen. Doch dann, der Traum zerplatzt. Ich möchte mich aber auch ganz besonders bedanken für die Projekte, die heute präsentiert werden. Toi, toi, toi. Es ist wirklich hervorragend, dass so viele junge Otterkringerinnen und Otterkringer sich an diesem Projekt beteiligt haben. Ich bin also schon sehr gespannt auf die Präsentation. Hallo! Hallo! Und was für eine Schule seid ihr? Was macht sie hier oder was präsentiert ihr? Wir kommen von NMS Brüsselgasse und wir haben das Thema Entspannung gewählt, weil halt unser Leben so manchmal sehr stressig sein kann und man sich entspannen muss. Und was ist für dich Entspannung? Für mich zum Beispiel Rückenmassage nützt viel oder Kopfmassage, Nackenmassage auch. Wir haben dreimal in der Woche Training. Es ist für Mädchen halt die Trainings für die Frauen, beginnen um 17, um 19 Uhr bis um 22 Uhr, bis um 21 Uhr. Ist ganz verschieden. Es kommt daran an, an welchem Tag wir die Trainings haben. Und wieso sind Jungs und nicht Mädchen zusammen? Weil das die meisten Mädchen wollen sowas nicht haben. Bei uns ist es auch so, dass die Mädchen gegen die Burschen nicht spielen wollen, weil sie immer denken, halt die Burschen denken, dass Fußball kein Mädchensport ist. Im Gegenteil, das können alle beide machen. Wir Mädchen sind besser, habe ich recht? Ganz genau. Also wir haben hier vor circa einem halben Jahr einen Fitnessraum eingerichtet und in diesem Fitnessraum beschäftigen wir uns mit der Körperlichkeit, also wie baut man Muskeln auf, wie bekommt man seine Traumfigur und solche Dinge, die Jugendliche eigentlich oft sehr interessieren. Was ist das? Ein Buffet. Wir bereiten hier ein Buffet vor mit Getränke, Essen, Kleinigkeiten, Äpfel, was Gesundes halt, was man heutzutage auch so braucht. Und was habt ihr da Schönes vorbereitet hier? Taschen haben wir vorbereitet. Und was für Taschen oder wie funktioniert das besser gesagt? Wir haben solche Platten genommen und dann haben wir so etwa eine Folie drüber gegeben und das dann bemalt. Wir haben da die Proena-Bewegung, da geht es um Essstörungen. Da sind junge Mädchen und Burschen halt, die was sich auf Webseiten, Foren, Blogs halt gegenseitig runterziehen. Also, was ist dein Projekt Mobbing? Erzähl uns ein bisschen mehr. Wir haben das Projekt Mobbing gewählt, weil immer mehr Menschen in unserer Umgebung gemobbt werden und weil wir es halt interessant fanden, was überhaupt Mobbing ist und was die anderen aufgeklärt sind. Wir trainieren hier Parkour und Freerunning. Und was ist das? Parkour und Freerunning ist im Großen und Ganzen, dass du mit der Umgebung ein bisschen mehr spielst. Also, dass du nicht einfach durch die Stadt gehst und, ja, keine Ahnung, da ist ein Geländer, dann lässt du dich davon halt behindern, sondern du benutzt das Geländer und kannst daran zum Beispiel ein paar Bewegungen ausprobieren oder Ähnliches.